und Jannis Vollert sollte hier zum Mann des Tages avancieren. Weitere 17 Minuten später bekommt er im 5-Meter-Raum die Kugel und trifft ein zweites Mal. Der 19-jährige zentrale Mittelfeldmann kommt aus der Jugend von Holstein Kiel und ist seit 2013 in Bremen. Und auch für die Entscheidung sorgte ein Neuling. Isaiah Young kam ebenfalls im Januar nach Bremen und hier zeigt er ganze Entschlossenheit und macht den Deckel drauf. Young kommt aus den USA und hat in 9 Spielen ebenfalls bereits 7 Torbeteiligungen zu verzeichnen. Mit dem Sieg hat Bremen nun 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Ist das vielleicht schon der...